pfiffiger Cold Open, ne, mit einer hinterfotzigen, sehr britischen Pointe und verheißenden Ankündigungen. Die klassische Journalistenregel heißt natürlich, Mann beißt Hund und besagt, es gibt immer eine Ausnahme, wo alles anders ist und besser ist und am besten noch am besten. Dieses gallische Dorf der Corona-Krise hieß bis neulich Schweden, aber jetzt hat der Spiegel rausgefunden, Missverständnis. Denn Schweden könnte sich zum Österreich von vor einigen Wochen entwickeln. Oder um es verständlicher zu formulieren, Sebastian Kurz frisst Idefix in Stockholm. Ja, wo ist jetzt unsere tolle Ausnahme? Da stehe ich nun, ich armer Thor. Apropos Odin. Das ist nicht etwa der legendäre Drei-Klöten-Ragnar, sondern die isländische Gottheit Thor mit ihrem Schwert. Wobei der Esel grundsätzlich schon ein entspanntes Verhältnis zu Phallus-Darstellungen hat, wie Reykjaviks Hallgrimskirka eindrucksvoll illustriert. Jedenfalls ist ab sofort Island das Schweden von morgen, beziehungsweise das Österreich von vorgestern, beziehungsweise, so hat der Spiegel rausgefunden, voll am Abflauen. Das ist kein Wunder. Schon bei Geburt werden die Isländer unterteilt in Handballprofis, Fußballer, Pop-Ikonen und Alkoholiker. Und jeder Hundertste muss einen Literatur-Nobelpreis holen. Etwa Halldór Laxness, der sich hier gerade kaputt lacht über die legasthenischen Kölner. Island wurde, wie aufmerksame Zuschauer der fünften Staffel der Amazon Prime-Serie Vikings, wissen, im 9. Jahrhundert von Floki Vilgathason entdeckt. Was vor allem beweist, dass Floki, der auch an Raubzügen auf Lindisfarne, Paris und Wessex teilnahm, ungefähr 170 Jahre alt wurde. Island chillte dann noch so 500 Jahre im Dunkeln rum, hat irgendwelche Geysire, Wasserfälle, eine Tingstätte. Wir zeigen Ihnen hier das Amateurvideo von Floki selber, das ist auch über 1000 Jahre alt, und den Rest Wissen Sie selber, und Sie kennen ja im Grunde auch alle Isländer. Denn bei 360.000 Einwohnern musste inzwischen jeder lebende Ise mindestens einmal am ESC teilnehmen. So konnte die linksgrüne Regierungschefin Jakobsdóttir Karin auch erlauben, dass sich bisher 20, bald 50 Leute versammeln dürfen, wenn sie den Weg über den Gletscher überleben. Auch Bildungseinrichtungen blieben offen, das gilt für Kindergärten, für Schulen und für Universitäten. 11% der Isländer sind auf Corona getestet, das ist Weltrekord, und Island hat eine freiwillige Corona-App. Kurz, wenn Sie bis hierher durchgehalten haben, dann freuen Sie sich doch gerade den Arsch ab auf den Einwohnerzahlenvergleich mit Wuppertal, Bielefeld oder den Flächenvergleich mit der alten DDR. Nee! Stattdessen eine Frage, die uns zurück an den Anfang führt. Was für eine alberne Mütze hat Thor da eigentlich auf? Und vor allem, was heißt Kopfbedeckung auf Isländisch? Schreiben Sie es gern in die Kommentare. Heute möchte ich Ihnen erklären, warum Armin Laschet auch für Atheisten der richtige CDU-Vorsitzende ist. Kirchen sollten leer sein, weil keiner hingeht und nicht, weil keiner rein darf. Und nun herzlich willkommen zu unserer Gesprächsrunde über eine Badewanne voller Krankheiten. Oder wie wir bei uns im Business sagen, Wanne ill. Babylonische Verwirrung. Darf man vermummt in die Radarfalle oder muss man als Bus- oder Taxifahrer Mundschutz tragen? Sollten Bankräuber den Mundschutz unter der Sturmhaube tragen? Und was ist die Kamera im Bankomaten eigentlich noch wert? Darüber diskutieren heute bei mir irgendwelche Hackfressen, die auch mal Wolfgang Bosbach werden wollen. Was ist denn zu den Maßnahmen der Bundesregierung auch in besonderer Berücksichtigung der Interessen der deutschen Wirtschaft? Die müssen Sie sich doch... Soweit unsere lebhafte Debatte. Wenn sie Ihnen gefallen hat, haben Sie definitiv nicht mehr alle Kisten auf dem Laster oder, wie man bei uns im Business sagt, den Schuss nicht gehört. Apropos, heute vor 75 Jahren wurde Benito Mussolini erschossen. Zwei Tage drauf tötete sich Hitler. Dazu ein Hinweis. Wer Führers Geburtstag am 20. April feiert, sollte sich auch 10 Tage später eine Kugel durch den Kopf jagen. Keine halben Sachen. Nach der neuen Gottesdienstordnung hat sich Thilo Jung heute bei der Bundesregierung erkundigt. Die Mediziner sind sich ja einig, dass anders als im Baumarkt oder im Möbelmarkt, da wird ja nicht gesungen und gebetet. Und singen und beten laut Medizinern ist besonders gut geeignet,
um Tröpfchen und Aerosole zu verbreiten. Außerdem, wenn das mehr als 15 Minuten dauert, ist das auch sehr gut geeignet, andere anzustecken. Das ist sicher denkbar, wie Sie sagen, dass Beschränkungen fürs Singen es dort geben wird. Aber das muss man jetzt abwarten. Das sind Einzelheiten, die man heute noch nicht sagen kann. Aber erkennen Sie das an, dass Singen und Beten besonders gut geeignet zum Verbreiten des Virus ist? Herr Jung, es ist klar, wenn Sie sprechen oder wenn Sie singen, dass dann natürlich, wie Sie das schon sehr fachkundig dargestellt haben, besonders viele Viren ausgestoßen werden. Das ist sicherlich bei dieser Entscheidung zu berücksichtigen. Ja, liebe Gemeinde, wir schlagen das Gesangbuch auf und singen. Komm, sagt es allen weiter, Gott selber lädt uns ein.